So, Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Silent Hill 2. Ich befürchte, ich muss jetzt wahrscheinlich zurück in den Ring mit dem Pyramid Head, damit wir weiterkommen. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen gucken, wie wir da am besten laufen. Jetzt hoch, rechts, links, okay, schauen wir mal. Kriegen wir schon hin. Genau. Kommt mir ehrlich gesagt vom Map-Design her komisch vor, als ob es da einen kürzeren Weg geben müsste. Aber von der Karte her sieht so aus, als müssten wir hier lang. Aber ist eh okay. Einfach runter, rechts, links und dann geradeaus. Zusätzlich oder statt Pyramid Head? Das ist jetzt die Frage. Ich werde ganz schön gewatscht. Definitiv neue Gegner. Und wir benutzen die Drahtschere. Das sah ein bisschen schlampig gemacht aus. Das sah ein bisschen komisch aus, ne? Wie die einzelnen Dinger da rausgepurzelt sind, ohne klaren Schnitt und so. Aber okay. Aha. Gleich das nächste Loch. Ja, dann rein. Wie tief, James? Wie tief gehen wir noch rein? Okay, ich schätze mal, wir sind wieder hier. Beim rotierenden Würfel. Und ich schätze mal, wir müssen leider noch eine Runde drehen, bevor es weitergeht, ne? Es ist immer die 3 irgendwie. Okay. Dreiecksweiblichkeitszeichen. Muss ich einfach nur so machen? Dann ist es schon gelöst? Ich glaube, das stimmt tatsächlich. Ich speichere mal. Ich will hier raus. Hier bitte dieses Meme von diesem kleinen Jungen im Bus einblenden. Euch vorstellen im Kopf. Ich muss hier raus. Oh. Theoretisch ein Item, das ich nicht anfassen kann. Na, ja, komm. Okay. Ah, eins der verbotenen Bilder. Mit der Nummer 3. Ich hätte gedacht, das würde da lang müssen, aber das stimmt irgendwie nicht. Okay, na gut, schade. Aber wir haben eins der Geheimbilder gefunden. Auch nicht schlecht, aber irgendwas stimmt hier noch nicht. Da ist ein Gitter davor. Dann stimmt aber meine These auch nicht ganz. Weil, guck mal, hier ist das Symbol jetzt dieses Dreieck mit dem Weiblichkeitsbommel unten. Und hier ist das genauso abgebildet. Jetzt hätte ich gedacht, das ist so richtig, aber irgendwie scheinbar nicht. Aber so rum stimmt ja auch nicht, oder? Ah, doch, muss ich das spiegeln einfach?
Ja, tatsächlich. Naja, okay, gut. Dann machen wir es halt so. Dann noch ein Abschnitt schreckliches, dunkles, angsterfüllendes Horrorlabyrinth. Na, wunderbar. Das freut mich doch. Ich glaube, ich mache jetzt dann irgendwie fröhliche Musik an oder so. Wollen wir irgendwie nebenbei einen Podcast hören? Irgendeinen schönen... Der Fröhlichkeits-Podcast. Ich könnte ihn brauchen. Warum? Moment mal, hier waren wir schon. Das ist der Hotelbereich. Sind wir hier nicht zum ersten Mal in die andere Welt gegangen? Ja. Ihr seid Cheater. Ich habe euch noch getreten. Da wart ihr tot. Macht ihr nix. Bisschen Putz. Kann man wieder verspachteln. Ist nicht so schlimm. Auch das kann man schön renovieren, ne? Dadurch, dass hier jetzt die Wände weg sind, entsteht da ein schöner offener Space. Manchmal sind die ein bisschen lustig, wie sie sich verstecken. So schlecht. Vor allem. Okay, ist das jetzt hier der Kampfarena-Gang? Wo ich einfach von einer Kampfarena in die nächste stolpern muss? Ist mir ehrlich gesagt gerade lieber wie irgendwelche super gruseligen Labyrinth-Rätsel mit Stalker-Gegnern und sowas. Dann weiter in die nächste Ebene des Wahnsinns-Loops. Ich glaube, Pyramid Head wird hier nur renovieren und ich kann es verstehen, ne? Jetzt muss erstmal der Putz runter, dann kann man da unten mal die ganzen Leitungen ein bisschen austauschen, entrosten, je nachdem. Und dann wird hier neu geputzt. Ehrlich gesagt, Pyramid Head, ey, ich würde abreißen und neu bauen. Ohne Scheiß. Ich glaube, da sparst du dir viel Nerven und Geld. Oh, muss ich die jetzt umbringen? Ich habe die noch nie umgebracht. Ich bin immer weggelaufen. Aber damit ist jetzt Schluss. Oder ich muss vielleicht wieder weglaufen. Ja, das wollte ich ganz offensichtlich. Na komm.
Hä? Ist hier noch irgendwas? Hallo? Habe ich jetzt geschafft oder was? Muss ich hier wirklich einfach nur eine gewisse Zeit überleben oder? Hä? Ich verstehe nicht, was los ist. Was ist denn jetzt da umgefallen? Ach, jetzt ist die Tür offen. Naja, okay, whatever. Ich werte das als Sieg. Keine Ahnung, was das war. Okay, weiter geht's. So. Dunkler Gang, roter Gang, böser Gang. Ach so. Oh, das ist aber jetzt ungünstig. Und da komme ich wieder nicht durch, oder? Weiß ich jetzt nicht. Oh, jetzt sind wir wirklich tot. Damn! Zum ersten Mal wirklich gestorben. Du bist gestorben. Silent Hill ist nicht so höflich wie Resident Evil. Resident Evil siezt einen wenigstens. Sie sind tot, werter Herr Spieler. So spricht mich Resident Evil an. Oh, warte mal, der Gang ist offen, oder? Ach, gehen die Hände auseinander, wenn Pyramid Head kommt. Ah, da hätte ich mir jetzt viel Munition sparen können. Pyramid Head ist arm Moses. Ich verstehe. Der blutige Arm Moses ist er. Er spaltet die Hände.
Okay. Wie immer kommen wir zu spät und konnten sie nicht retten. So wie wir sie nie retten können. Und noch nie konnten. Neue Nahkampfwaffe. Kann ich mit der noch speichern? Ich hätte jetzt echt gern gespeichert. Nee, darf nicht speichern. Okay. Die Steuerung hier ist gerade sehr weird. Aber gut. Es ist gar nicht der Pyramid Head, es ist sein Schwert. Wieder fallen lassen. Ich hätte doch speichern können. Naja, müssen wir weiter zum nächsten Speicherpunkt. Ich habe das Gefühl, manchmal haut einem das Spiel wirklich 20 Speicherpunkte in 5 Minuten um die Ohren und dann kommen wieder irgendwie stundenlange Passagen gefühlt ohne einen Savepunkt. Aber jetzt schauen wir mal. Ich will hier einfach raus. Ich will raus. Bitte einfach nur raus hier. Bitte lasst mich gehen. Ich kann nicht mehr. Aha, Savepunkt. Friedhof, Indoor-Friedhof. Interessant. Ich schaue mir die gleich alle an, aber wir speichern jetzt schnell. Okay. Miriam Kay, Traitor, Verräterin. Walter Sullivan. Woher kenne ich denn den Namen Walter Sullivan? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Dieser Verbrecher trank eine letzte Flasche Bier, bevor er hingerichtet und hier zur ewigen Ruhe gebettet wurde. Angela Orozco. Oh, das wollte ich offensichtlich. Eddie Dombrowski. Und lass mich raten. Na, komm. James Sunderland. Das sind unsere drei Gräber von den drei Erwachsenen, die hier noch in der Stadt leben. Dann, James, nimm dein Grab. Und jetzt hat James den Sinn von Weihnachten verstanden und wird seine Angestellten nicht mehr so schlimm behandeln. Es geht immer noch ein bisschen tiefer, ne? Wenn du meinst, schlimmer geht's nicht mehr, kommt von irgendwo dein eigenes Grab daher. Enough alone, huh? You just had to follow me all the way out here. How many times do I have to kill you? Eddie? Whoa, Eddie. It's me. Oh. Hi, James. Eddie, what are you doing? Well, what's it look like I'm doing?
You fat, disgusting piece of shit, you make me sick. You gonna cry, fat ass? You gonna run to your mama? Waste of skin, why don't you just kill yourself? Well, maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And a corpse can't laugh! Eddie. What's that? You want to talk down to me some more? Tell me to relax? You're just like the rest of them, James. No, I don't want... Shut up! You think I'm stupid. You think I don't see it. But you've been laughing at me all along. Ever since we first met. But you ain't laughing now, are you? You need help, Eddie. Don't get all holy on me, James. This town called you too. You and me, we're the same. We're not like other people, don't you know that? Well, you're about to find out. Ja. Na, guck mal, hier ist die gleiche Person. Die uns ein bisschen ähnlich sogar sieht, ne? Ist ja einfach 5-6 Mal tot oder sowas. Er muss immer wieder seinen Mord, den er verübt hat, durchleben hier. Do you know what it does to you, James? When you're hated, picked on, spit on? Just because of the way you look? Yeah, I ran away after I killed that dog. But you know what? It was fun! It tried to chew its own guts up. Finally died all curled up in a ball. Then he came after me. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog. Now it's your turn, James. Okay. Ich dachte, der hat Hund gerade benutzt, das Wort, um zu beschreiben, dass er seinen Vater, I guess, umgebracht hat. Aber er hat wirklich den Hund umgebracht. Und da hört der Spaß nämlich auf jetzt, weißt du? Deinen misshandelten Vater umbringen ist eine Sache. Aber den Hund töten? Der hat dir nie was getan, der Hund. Und selbst wenn, war es nicht seine Schuld. I'm coming for you. Hey, aber das fällt mir jetzt erst ein. Bei Angela war überhaupt kein Feuer, ne? Haben die das Feuer rausgenommen? Kannst du noch mal was sagen? Kannst du nicht. Seine Fußstapfen und wie er redet. Das ist schon cool gemacht hier. Unbedingt mit Kopfhörer spielen übrigens, ne? Hier wichtiger denn je, aber ist grundsätzlich sehr gut, sehr stimmungsvoll.
guckt das so gemein. Warum durfte der jetzt nochmal zuhauen? Ich habe ihn zuerst getroffen. Ich wusste genau, wo er herkommt. Habe alles richtig gemacht. Dann ist das Spiel einfach gemein. Ach komm schon, James. Nein, so wird das nix, James. Das ist jetzt lächerlich hier. Weiß ich gerade nicht mehr, wie ich effektiv gegen den kämpfen soll. Was? Wie? Ja, offensichtlich. Come on, du kannst nicht durch zwei so Fleischdinger durchschießen. Ist doch irgendwie auch unfair. Guckt, und sowas hasse ich. Warum darf er das? Das, die letzte Phase war jetzt ein bisschen gemein, finde ich. Aber okay. Aber insgesamt cooler Bosskampf eigentlich. So wie alle Bosskämpfe bis jetzt eigentlich irgendwie cool waren. Ich meine, der im Krankenhaus ehrlich gesagt ein bisschen seltsam. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, schon viel besser als im Original. Okay. Die Gesundheitsdrinks gehen uns schön langsam aus. Ich sollte öfter Spritzen benutzen. Aber andererseits sind Spritzen so viel bessere Heilmittel, ne? Ich schätze mal, die Tür ist jetzt aufgetaut oder was auch immer die vorher zugehalten hat. Oh. Oh, dieser wunderschöne Nebel. Wir sind wieder in Silent Hill. Wir sind zu Hause. Wir sind am Taluka Lake. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich mal so freuen werde, in der gruseligen, nebligen Geisterstadt Silent Hill zu sein. Aber nach dem, was wir jetzt die letzten Stunden durchgemacht haben, ist das hier Urlaub gerade. Oh, ist das schön. Oh, muss ich jetzt rudern? Nein. Hat das auch irgendeinen Sinn jetzt? Muss ich ausweichen oder so?
paddel jetzt einfach mal aufs Licht zu. Paddel ins Licht, James. Paddel ins Licht. Weil ich kann tatsächlich ein bisschen lenken, ne? Hab mir das Spiel gerade beigebracht. Aber ich paddel einfach mal weiter. Gibt's eins mit dem Paddel drauf? Gibt's eins gepaddelt, oder wie sagt er? Oh, das Licht ist verschwunden. Da ist es wieder. Mache ich das richtig? Muss ich aufs Licht zu paddeln? Ich war mir schon bei der sehr langen Treppe nicht sicher, ob ich richtig mache. Oh, es passiert definitiv was. Es wird gerade... Oh, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Okay. Die Karte vom Lakeview Hotel. Also vom Garten erstmal nur, okay. Dann rein in die gute Stube. Und damit meine ich erstmal den Garten. Ein Garten ist technisch gesehen nicht wirklich die Stube. Aber... sieht schon irgendwie fast ein bisschen zu gut aus, die Reflexionen, ne? Weil der Nebel spiegelt nicht. Das ist ja irgendwie blöd. Die Objekte spiegeln sich ganz klar und deutlich erkennbar. Guck mal, ich kann sogar die Bäume hinter dem Tor sehen in der Reflexion. Vielleicht ist das Absicht, weil der Nebel nur in James' Kopf existiert. This place hasn't changed at all in 3 years. Es war gerade sehr leise. Oh, ein... ranziger Apfel. Den nehmen wir mal mit. Für den kleinen Hunger zwischendurch. Ja, hey, das ist ja wirklich so. Die Stellen kann man rausschneiden und fertig. So. Eine Referenz zum Vorgänger. Oder zum Original. Der Einsame aus dem Osten entflieht der Sicherheit des Wassers. Er ist verloren. Atemlos. Lone One of the East. Out of the water safety, now lost, out of breath. Aha, da wo ich den Apfel gefunden habe, ist jetzt ein Blutfleck auf der Karte. Ich gehe mal schnell zu der Statue hier noch. Ah ja, guckt mal. As the cold draws near, they abandoned their own nest. To return in time.
Wenn die Kälte naht, verlassen sie ihr altes Nest, um rechtzeitig zurückzukehren. Dieser Teil des Gartens ist wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Wir bitten um Entschuldigung. Kein fauliger Apfel kann diese Tür öffnen. Aber ich nehme einfach den Schlupfeingangwinkel, Hinteneingang, Hintereingang. Ah, guck mal, eine Glühbirne im Fischmaul. Natürlich ist da eine Glühbirne im Fischmaul. Warum sollte da auch keine Glühbirne im Fischmaul sein? Okay, aber zur Glühbirne im Fischmaul kommen wir gerade nicht. Muss ich so Indiana Jones-mäßig dann die Glühbirne ganz schnell gegen den faulen Apfel tauschen? Weil sonst kommt ein Riesenstein und überwälzt mich und dann kommt er sowieso. Da-da-da-da. Ich schätze mal, so wird's sein. Okay. Ich warte auf dich. 312. So. Scheißspiegel. Haben nicht mal eine ordentliche Reflexion. Ich verstehe nicht, warum. Draußen hat das Spiel so krasse Raytracing-Effekte, ne? Und hier drin? Ah, Musicbox 312. Direkt gleich der Schlüssel für das Zimmer, wo sie wartet auf uns. Mr. James Sunderland, sehr geehrter Mr. James Sunderland, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Videokassetten, die Sie bei Ihrem letzten Aufenthalt in Ihrem Zimmer vergessen haben, gefunden und in den Mitarbeiterbereich im ersten Stock gebracht haben. Wir werden sie im Hotelsafe aufbewahren und ihn so bald wie möglich zurückgeben. Na, nimm es. Ah, und gleich noch ein Schlüssel. 102. Das Hotel hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich schon mal ein bisschen mit der Renovierung anfange, oder? Die Wand muss sowieso raus. Kann man nichts mehr machen. Weißt du noch, dieses seltsame Buch, das du vorhin gefunden hast? Vor ein paar Stunden kam ein ziemlich seltsamer Kauz herein und behauptete, es gehöre ihm. Ich wollte mich nicht mit ihm streiten. Ich wollte nur, dass er so schnell wie möglich geht. Also habe ich es ihm gegeben. Keine Ahnung, woher er überhaupt wusste, dass es hier ist. Ich glaube nicht, dass er jemals hier zu Gast war. Daran hätte ich mich erinnert. Ich bekomme es nicht aus meinem Kopf. Das Necronomicon. Jetzt wird's hier aber Cthulhuig. Cthulhuig.
werde meine Worte gleich bereuen, aber ich bin gerade so froh, dass hier bis jetzt noch keine Monster sind. Das könnte jetzt von mir aus gerne so bleiben. Did I scare you? Yeah, you did. I guess I deserved it, huh? The fart face that I am. Maybe. Then again, maybe you're not so bad. Just annoying. Uh-huh. So, you got any other things planned? I think I saw a dark room back there you could lock me up in. No. I think you've had enough. For now. Well, that's reassuring. Besides, I need your help finding Mary. She's here, isn't she? Come on, tell me. I wish I knew. But she said it in her letter. Wait. So there really is a letter? Oh, yeah. Want to read it? Just don't tell Rachel, okay? Who's Rachel? She's our nurse. I, took it from her locker. My dearest Laura, I'm leaving this letter with Rachel to give to you after I'm gone. I'm far away now, in a quiet, beautiful place. Please forgive me for not saying goodbye before I left. Be well, Laura. Don't be too hard on the sisters. And Laura, about James. I know you hate him because you think he isn't nice to me, but please, give him a chance. It's true, he can be a little surly sometimes, and he doesn't laugh much. But underneath, he's a really sweet person. I love you, Laura. I love you like my very own daughter. I wish things were different. I wish we could be happy together, like we talked about. Even so, I know you will have a good life. You're a strong, smart, beautiful girl. Happy 8th birthday, Laura. Your friend, Mary. Laura, how old are you? I turned 8 last week. That means Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. She also talked a lot about you, you know? She even... What? What is it? Well, it kind of was his other letter. I think the one was for you. The envelope had your name on it. Did you read it? I wanted to. This one time, I almost did. Figured you didn't deserve to have it. But then I thought, Mary wouldn't want me to keep it from you. So I just sort of kept it for you. Here. It's empty. Laura, there's nothing in it. What? But I didn't take it, I swear. Well, where is it then? I must have lost it. I gotta find it. Laura!
Okay, wir haben Loras Brief bekommen, aber Loras Brief ist leer. Im Mitarbeiterbereich soll meine Videokassette sein, ne? Ah, schade, da kommen wir so nicht rein. Laura. Wo wir jetzt aber rein könnten, ist da hinten zu den ganzen Hotelzimmern. Und wir haben ja zumindest einen Schlüssel für 101 oder irgendwie so gefunden. Ich werde eh alle Türen abgehen. Nanu, warte mal, was ist denn hier? Ah, ich brauche hier eine Note. Der Notenschlüssel. Ah! Schenkelklopfer. Ja, ne? So viel zu, so kann es von mir aus bleiben. Aber mei. War klar. Ich hätte es jetzt wirklich schön gefunden, wenn hier jetzt ein bisschen das Tempo rausgenommen wird und einfach ein bisschen so stimmungsvolle Exploration stattfinden würde. Ich meine, man kann das theoretisch ja auch stimmungsvolle Exploration nennen, aber ich hätte die Monster nicht gebraucht jetzt noch an der Stelle. Aber die hatten wahrscheinlich Angst, dass es irgendwie langweilig werden könnte oder was weiß ich was. Mit schwerem Herzen überbringen wir, die Familie von Sean Mitchell, die Nachricht von seinem Tod. Die Trauerfeier findet um 11 Uhr in der St. Stella Church in South Wales, Kreuzung Nathan Avenue, Nelly Street statt. Im Anschluss an den Gottesdienst werden wir einen kleinen Empfang in Seans Elternhaus geben. Okay, ich schätze mal, das ist tatsächlich nur ein Bonuszimmer, in dem wir hier jetzt gelandet sind. Der Schlüssel ist quasi optional zu finden, aber hey, immerhin haben wir jetzt wieder ein bisschen coole Munition für coole Waffen und Heilung. Auch nicht schlecht. Ja, dann schauen wir mal in die anderen Zimmer. Verschlossen. Nicht verschlossen, aber ich höre Monster vor mir oder im Zimmer. Ich bin mir nicht sicher. Auto-Aim macht was. Ich sehe auch schemenhaft was auf mich zu wanken. Ich meine, es ist tot. Ich dachte, in so amerikanischen Hotels ist immer eine Bibel im Schacht. Nachttisch. Im Schachttisch. Was auch echt super weird ist, oder? Aber gut. Lagerraum, aha, okay. No smoking. Als ob man das in Silent Hill merken würde. Ob da jemand raucht. Dem ganzen Nebel. Das fällt gar nicht auf. Ah, okay. Welche Zimmer waren verschlossen? Ah ja, das nächste. 105. Und 103. Wahrscheinlich müssen wir eher in 103 rein, so wie es aussieht. Aber selbstverständlich werde ich hier auch mal schauen.
Guckt mal. Hätte ich da vorher schon reingekonnt und hab das übersehen? Anscheinend. Oder? Ja, doch, muss so sein. Naja, okay. Schön, dass es mehrere Wege gibt, die hier reinführen. Wobei jetzt die Frage ist, warum? Warum führen Wege hier rein? Ist hier irgendwas Wichtiges noch? Ha, komisch, ne? Das kann ich hier aufschließen. Okay. Und ich krieg mal durchs Loch, aber dann bin ich ziemlich sicher einfach wieder im Flur. Nee, ich krieg gar nicht durchs Loch, das macht gar keinen Sinn. Ich gehe einfach zurück und versuch nochmal Wäscheküche, Waschküche und 107. Aber warum? Naja, egal. Vielleicht einfach ein bisschen looten. Aber hat sich so angefühlt, als wäre das jetzt hier ein richtig wichtiges Rätsel. Richtig und wichtig. Ah, hier führt auch eine Tür nach draußen, aber die ist verschlossen anscheinend. Guck mal, der Nebel ist jetzt aber auch ein bisschen... Guckt, der ploppt ein bisschen spät in die Existenz. Ha, seltsam. Aha, das sieht schon wichtiger aus. Morgenrotflügelschlüssel. Hm, na gut. Oh, ich hab's wirklich nicht gesehen. Ich hab's gesehen, dass da was Weißes ist. Aber ich dachte irgendwie, das wäre einfach der Blumentopf oder so. Ich hab's nicht wirklich wahrgenommen. Ach so, warte mal. Ah nee, das ist... Ach, wo hab ich denn den Musikbox-Schlüssel her? Hä? Wann habe ich denn den aufgehoben? Das habe ich ja mal gar nicht mitbekommen. Na, dann können wir jetzt wenigstens mal im Hauptraum das Rätsel öffnen. Weiß ich wirklich jetzt gar nicht, wo wir das her haben. Naja. So, jetzt brauche ich hier aber irgendwelche Objekte, die da reingehören. Und ich denke, der faule Apfel ist keins davon. Okay, so einfach nicht. Dann kann ich jetzt nochmal schnell da nach hinten schauen, wo es dahin eigentlich geht. Ach so, da bin ich reingekommen. Nee, ach so, okay. Dann kann ich entweder ins untere Stockwerk oder ins obere. Aber habe ich dann mal die Haupteingangstür eigentlich versucht? Nee, die ist zu. Ja, dann schauen wir mal. Ich gehe jetzt mal speichern. Und dann befürchte ich, gehen wir erstmal in den Keller, oder? Ich hasse den Keller jetzt schon. Ich will nicht in den Keller. Ich will oben bleiben. Im Licht. Geh ins Licht, James. Geh ins Licht. Na schön, Leute, dann machen wir jetzt hier an der Stelle Schluss und beim nächsten Mal geht's weiter. Mal schauen, wie lange wir noch brauchen. Ich denke, wir sind bald durch. Schön, dass ihr da wart. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.